Mir ist egal, ob ich allein bin oder nicht. Das ist mein gutes Recht. Ja, Ihr gutes Recht. Was wollen Sie hören? Ich sage, er ist schuldig. Wir warten auf Ihre Argumente. Ich habe alles gesagt, was zu sagen war. Wir sind nicht überzeugt. Wir wollen Sie noch einmal hören. Wir haben sehr viel Zeit. Wir wollen Sie nicht drängen. Ich finde, dass alles, wirklich, aber auch alles, was in dieser Verhandlung gesagt worden ist, klar bewiesen hat, dass er schuldig ist. Wofür halten Sie mich? Für einen Idioten oder was? Warum halten Sie sich nicht an die Aussage des alten Mannes, der alte Mann, der da wohnt und der jedes Wort gehört hat? Und an das Messer. Was beweist das, wenn er eins gefunden hat, das genauso aussieht? Der alte Mann hat gesehen, wie er die Treppe runtergerannt ist. Wer fragt, wie viele Sekunden es waren? Mit allen Sachen ist das so. Das Messer, das durch ein Loch aus der Tasche gefallen ist. Sie können nie beweisen, dass er nicht zur Tür kam. Ja, lassen Sie sich nur Zeit, humpeln Sie durchs Zimmer, aber Sie können es nicht beweisen. Wie war es mit dem Hochbahnzug? Und wie war es mit dem Kino? Das sind doch die faulsten Eier, die je gelegt worden sind. Und ich wette $5000, dass ich niemals einen Film vergessen würde, den ich gesehen habe. Sie können mir glauben, dass hier alles, die ganze Geschichte verdreht worden ist. Und auch entstellt. Und die Brille von der Augenzeugin? Wer sagt Ihnen, dass die Frau sie nicht trug? Sie hat vor Gericht einen Eid geschworen, dass sie den Mord gesehen hat. Und der alte Mann, der den Jungen schreien hörte? Hä? Ich habe alle Tatsachen und Beweise in der Tasche. Da liegt der ganze Fall. Was ist denn? Sag doch etwas! Eine lächerliche Bande von Schwächlingen seid ihr. Ich lasse mich nicht weich machen. Ich habe ein Recht auf eine eigene Meinung. Das sollst du büßen, du undankbarer Strolch. Du Strolch! Nein. Nicht schuldig. Nicht schuldig. Wir sind bereit.